Hallo Leute, willkommen zurück beim Mass Effect 3 hier auf der Normandy. Ich bin jetzt mal nur ein Deck weiter nach unten gegangen aufs Maschinendeck. Und hier sprechen wir natürlich auch mit unseren üblichen Verdächtigen. Ich fange mal wieder bei der Diana Erlass an, arbeite mich dann durch den Maschinenraum, praktisch das Maschinendeck durch und dann weiter zu Javik. So, jetzt. Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Mal schauen, ob die Diana auch wieder ein Interview haben will. Commander. Okay, die sagt nix. Dann gehen wir als nächstes zu Ken und Gabby. Wie immer schleichen wir uns da von hinten an, um die möglichst coolen Sprüche zu mitzubekommen. Oh, die sagen aber nichts. Ich habe überall grünes Licht. Shepard. Okay, die sagen gar nichts, schade. Techniker Adams. Es gibt nichts zu berichten. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Ja, wir haben ja die Ken und den Gabby, die Ken und den Gabby, natürlich umgekehrt, den Ken und die Gabby, ja unter Deck erwischt, wie sie nur mal irgendwie was überprüft haben, gegenseitig. Ich habe von ihrem Gespräch mit Liara gehört. Sie geben sich immer so wütend, aber in Wahrheit liegt ihnen viel an uns. Sie müssen einsatzbereit sein, um die Reaper zu vernichten. Ihnen liegt etwas an Liara. Sie mögen sie. Sie sind berauscht. Ein törichtes Risiko angesichts der symbiotischen Physiologie der Quarianer. Und mich mögen sie auch. Das Gespräch ist beendet. Okay. Er möchte es nicht zugeben, aber wahrscheinlich ist es so, wie Tali das in ihrem betrunkenen Zustand gesehen hat. Reden wir mit Javik. Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Sie und die Menschenfrau sind verbunden? Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen Sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ich würde das Obere sagen, in jedem Fall. Ja, sie sind mir wichtig. Ohne diese Zuneigung gibt es in meinem Leben nur Tod. Und das ist zu wenig. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind, aber da ist doch noch etwas, Javik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um Sie alle erneut sterben zu sehen? Boah, das ist schwer zu beantworten. Oh. Ich glaube, das würde von der Situation abhängen, in der ich gerade bin, ganz ehrlich. Also, ich glaube, es gibt Tage, da würde man das natürlich nicht vertragen, nicht verkraften, das jetzt da zu sehen. Aber ich glaube, es gibt auch Tage, wo man dann sich das wirklich bewusst auch nochmal reinziehen würde, um vielleicht aus diesem Vorgang auch irgendwie emotional gestärkt herauszugehen. Deswegen würde ich jetzt aber dennoch mal sagen, ja, also, ja. Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern.
gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel, die Eiskanäle von Judor IV, die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns. Ich... Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kronier-Nebel. Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten, um sicher zu gehen. Das war sicher... An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist. Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte. Dann wollen wir hoffen, dass keiner unserer Leute indoktriniert wird. Auch ein sehr cooler, wenn auch sehr düsterer Dialog. Und wir begeben uns natürlich noch runter in die Shuttle-Bucht. Und zum Steve und zum James. Wenn die denn da sind. James und Steve, okay. Und dann schauen wir uns dann natürlich noch ein bisschen... Ah, da drüben ist der Steve, den... dann schauen wir uns nach Upgrades um. Das Diagnoseprogramm hat starke Abnutzungserscheinungen an einem Signalwandler angezeigt. Ich ersetze ihn vorsichtshalber. Gute Idee, Steve. Kann nicht schaden. Ups, und dann gehen wir zum James. Ich kann nicht glauben, dass der Unbekannte wirklich eine Methode zur Kontrolle der Reaper gefunden hat. Ich meine, er ist völlig irre, ganz klar. Aber verdammt, stellen Sie sich vor, er wäre auf unserer Seite. Aber ich nehme an, genau das wollen die Reaper. Dass wir uns alle gegenseitig bekämpfen. Teile und herrsche. Ganz genau. Noch ein Grund, sie zu hassen. Universelles altes Prinzip, teile und herrsche. Haben schon die alten Römer gewusst. Ja, und wenn er auf unserer Seite wäre, ich glaube, auch das wollen die Reaper, dass wir das glauben, dass die, dass der halt auf unserer Seite ist. Machen wir Nachschubinterface. Nos Astra Sportartikel, P-Ultraleichtmaterialien, Großkaliber, Pistolen, na komm, Handschuhe, Pistolen, Schädel, Traumasystem, naja. Blood Dragon Panzerung. Auch nicht. Sirta. Nix. Kassa. Die Carnifex und die Tempest könnten wir kaufen. Was bezieht tödliche Schusswaffe? Die Carnifex ist die bevorzugte Hohe Söldner sowie Tech-Spezialisten. Nachdem wir aber schon die Paladin haben, glaube ich, ist dies nicht so gut im Vergleich. Ich weiß es aber nicht, muss ich auch gestehen. Brustplatte. Aegor Munition, Pistolen Großkaliberlauf, den nehmen wir mal. Visor, Helm, Hochgeschwindigkeitsnah, Schrotflinten, Ultraleichtmaterialien, Spectre Ausrüstung, Black Widow, die Wrath, Cerberus Verschlüsselungscode, die können wir hier auch noch kaufen. Thermo Kraftverstärker, Cypretine Waffen, Stummgewehr. Präzision, Kasse für Schulterschutz, Interface, Max Beinschienen und Elkos Combine. Schrotflinte, Schulterschutz, Beinschienen, Cerberus Sturmpanzerung wollen wir auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hin und schauen, was wir da aufrüsten können. Die Locust hätten wir jetzt. Sollen wir die Locust aufrüsten? Nicht, oder rüste mal die Locust auf. So, was hätten wir denn dann noch?
Mantis Incisor Relevant. Wow. Uff. Widow Javelin Partikelgewehr. Okay. Lancer kann ich auch. Und die Suppressor, die beiden kann ich auch. Das mache ich mal. Oh, hier muss jemand wieder ganz runter. Das ist ja auch doof. Lancer. Die finde ich super, wenn sie nicht immer ständig, wenn die Munition nicht immer leer wäre und dann noch Sekunden bräuchte, um sie wieder aufzuladen. So. Suppressor. Auch noch. Vielleicht wird sie auch dadurch leichter, die Suppressor. Ansonsten bleibe ich doch bei der Paladin. Weil die Paladin, wie schon gesagt, hatte ich eigentlich in Erinnerung, dass die gut wäre gegen Rohlinge. Jetzt schauen wir mal. Lancer. Paladin. Jetzt schaue ich mal die Suppressor nochmal. Suppressor. Ja, minimalistischer Unterschied. Von den Kräften her, meine ich. Ein bisschen mehr Schaden hat die Suppressor. Höhere Feuergeschwindigkeit ist natürlich schon gut. Kapazität und Gewicht. Ein bisschen mehr. Ah, ich bin im Zweifeln, ob ich die Paladin oder die Suppressor 5 nehmen soll. Ich nehme mal die Suppressor. Halt, Moment. Wie habe ich denn eigentlich die Lancer ausgestattet? Halt, ich wollte eigentlich das hier machen. Ultraleichtmaterialien 3. Hm, da wäre auch schön, wenn ein bisschen mehr Ultraleichtmaterialien wären. Gut. Schauen wir mal. Dann geht's nach oben. Ins Kit. Ah nein, ich wollte ja auch noch in die Kabine gucken. Ob da vielleicht auch jemand eingeladen werden möchte. Zum Beispiel die Diana, dass die wieder ein Interview machen möchte oder so. Kapitänskabine. So. Die Lokus wollen wir uns ja auch mal angucken. Da blinkt es auch. Aha. Mein Hamster ist wieder da. Nachdem wir den Hamster, dem falschen Shepard, wieder abgeluchst haben. Fische füttern. Der automatische Fischfütterer hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Schachbrett, ja. Dann lesen wir hier nochmal. Gedenkfeier von Colliot Krios, Commander. Ich war ein wenig überrascht, als der Rat mir mitgeteilt hat, dass es etwas abhalten möchte, das die Menschen eine Gedenkfeier nennen. Wo sie stattfindet, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass sie kommen, zusammen mit allen von der Normandie, die meinen Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedenkfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt. Es scheint mir angemessen, dass Sie als Commander der Normandie diese Aufgabe übernehmen. Ich will offen sein. Ich bin zu nervös dafür, denn ich könnte möglicherweise vor allen Anwesenden eine unangebrachte Erinnerung wiedergeben. Vielen Dank, es würde mir viel bedeuten. Aber das machen wir doch auf jeden Fall, Colliard. Aha. Gut, dann ist angesagt, dass wir als nächstes mal auf die Citadel gucken, aber ich würde sagen, wir scannen vorher noch mal ein bisschen weiter in der Galaxie und machen dann die Citadel im nächsten Part. Vorher schauen wir uns noch mal ein bisschen um zu schauen, ob wir noch irgendwo was finden, was wir auf der Citadel nützlicherweise mitbringen können. Also dann haben wir jetzt Iera auch schon durch und gescannt und alles. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Argos Rho, Gemini Sigma, Attica Beta, da waren wir überall. Hades Gamma, da waren wir überall noch nicht. Melanest, Exodus Cluster. Schauen wir doch mal in den Exodus Cluster. Soweit ich weiß, ist das unser Heimatcluster, wo sich die Erde und alles befindet. Utopia. Oder ist das daneben in Arcturus? Ich weiß es immer nicht. Asgard. Fliegen wir mal nach
Asgard. Entweder gibt es da noch was oder in Asgard ist ein Haufen. Signal bestätigt. Was haben wir hier? Scanner starten. So. Oha, da ist es. Überreste von Reaper-Zerstörer. Informationen. Ich glaube, das können wir dann wieder bei Glyph, ich sag jetzt mal, upgraden. Oha, in Asgard gibt es wirklich viel. Tür auch scannen. Auch da relativ schnell gefunden. Sehr schön. Naevi Erkundungsflotte der Allianz. Okay, hilft natürlich auch. So, das heißt, hier sind noch drei Sachen. Terra Nova. Auch Terra Nova können wir noch geschwind scannen, bevor wir abhauen müssen. Auch das schnell gefunden. Allianzkreuzer Shanghai. Sehr schön. Nix wie weg hier. Ui, ui, ui. Ausweichen erfolgreich. Okay, das heißt, nach Asgard müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal hin. Das war sehr, sehr ergiebig. System anfliegen. Ich wollte ja eigentlich... Achso, hier gibt es gar keine Station, wo man aufladen kann. Okay, dann fliegen wir mal als nächstes nach Arcturus Strom. Melanes haben wir schon. Aeton Cluster. Apien Kranz haben wir auch schon. Kurganische DMZ haben wir wohl auch schon. Ja, fliegen wir mal in die Kurganische DMZ. Ich weiß, dass es das ein bisschen wird, Leute, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Reihenfolge ich das jetzt geschickterweise irgendwie abscannen soll. Da ist zumindest mein Treibstoffdepot. Genau. Und ich glaube, hier sind die Reaper nicht. Nith, habe ich das hier noch überhaupt nicht gescannt oder gibt es hier einfach nichts? Ich glaube, hier gibt es einfach gar nichts. Aber ich schaue nochmal nach Nith. Ich habe etwas gefunden. Oh doch, hier gibt's was. Treibstoff natürlich. 100% das war's schon in Nith. Okay. Dann habe ich die Kurganische DMZ auch erledigt. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen eher mal so ein bisschen geografisch dann weiter vor. Wir fangen von unten nach oben an und arbeiten uns quasi durch. Oder sollen wir von oben nach unten vorgehen? Schwierig. Schauen wir mal. Oh, schaut mal, wo überall schon die Reaper sind. Wahnsinn. Wir könnten allerdings auch von links nach rechts vorgehen. Wäre auch okay. Nimbus haben wir. Minus Ödland, obwohl es da blinkt, haben wir schon. Athen-Nebel. Zum Athen-Nebel. Der ist ja auch in der Nähe von der Citadel. Da können wir hinfliegen. Und in der Nähe der Kurganischen DMZ. Also bleiben wir praktisch in der richtigen Region. So, Parnita haben wir natürlich. Dann fliegen wir nach Ialessa wahrscheinlich. Ialessa. Odissoni. Wow, da gibt es viel zu scannen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch alles finden oder ob wir noch alles, wirklich alles scannen sollen. Huiuiui. Hier gibt's gar nichts, hätte ich gesagt. Nö. Also zumindest habe ich nichts gefunden. Reaper umgangen. Dann fliegt man hier nach unten. Da war, glaube ich, auch noch was. Oh, der Treibstoff geht uns aus. Ich glaube, man stirbt dann nicht, aber ich glaube, dann geht die Kohle flöten. So frei nach dem Motto, da muss man sich abschleppen lassen. So, dann würde ich sagen, lassen wir das mal hier im Athen-Nebel bleiben. Fliegen wir zur Citadel.
schon mal in unser Apartment. Und dann lesen wir vielleicht noch einen Codex-Eintrag. Wie schon gesagt, ich habe mir da jetzt keine größere Strategie überlegt, wie wir die Galaxie abscannen wollen. Wir gehen in den Silver Sun, auf den Silver Sun Strip. Und ich würde sagen, dann gucke ich nochmal in den Codex-Eintrag und dann machen wir einen Cut. Armex Arena. Wir haben ja hier jetzt einige Leute wieder zu treffen. Und das werden wir dann im nächsten Part auch machen. Und dann gibt es ja auch irgendwann mal die Party, ne, die noch aussteht, wo wir die Einladungen noch versenden müssen. Genau. So, Ladescreen. Jetzt wird es aber mal langsam reichen. Ah, es reicht ja immer auch. Okay, was haben wir hier? Auf Cortez warten. Ja, das machen wir dann eben im nächsten Part. Logbuch. Priorität Citadel Hauptquartier. Ja, ja. Wir haben hier nichts Neues, Codex. Dann suche ich mir mal wieder einen netten Eintrag raus. Die Jagd habe ich schon. Die Kollektoren. Varen, Watcher. Dann nehmen wir mal die Kollektoren. Die geheimnisvolle Spezies der Kollektoren lebt jenseits des Omega-4-Portals, lebte, möchte man sagen, in den Terminus-Systemen und taucht so selten auf, dass fast die gesamte Bevölkerung der Galaxie sie für einen Mythos hält. In Wirklichkeit sind die Kollektoren menschgroße Insekten, die auf zwei Beinen gehen und ansonsten an riesige Käfer mit Flügel erinnern. Sie sind eine schreckliche Macht in der Galaxie und für hunderttausende Tote verantwortlich. Die Kollektoren schaffen um sich herum permanente Stasefelder, albtraumhafte Energiefelder mit Rotverschiebung. Im Kampf halten sie nach Möglichkeit die Stellung und verlassen sich auf ihre aggressive Biotik und nahezu grenzenlose Kraft. Es wurden mehrere Arten von den zweibeinigen Kollektoren identifiziert, darunter Handlanger, Verteidiger, Zeloten, Assassinen und Artilleristen. Wenn Kollektoren zusammenarbeiten, können sie ganze Städte in Stase verhüllen. Es gibt zwar noch keine forensischen Untersuchungen darüber, was mit derartigen Gefangenen geschieht, aber man geht derzeit davon aus, dass die Opfer für wissenschaftliche Experimente und neurobiologische Umstrukturierungen quasi geerntet werden. Ja, wir wissen es, die wollten daraus einen Reaper bauen. Gut, Leute, dann machen wir den Cut und warten im nächsten Part dann hier auf Cortez. Also, bis dann. Ciao.